Und herzlich willkommen zurück bei dem Wald. Ja, wir sind wieder zurück. Wir fangen wieder an. Gleich ist es Nacht. Ja, super. Fängt ja schon mal gut an. Ich habe einmal mein Let's Play nochmal angeguckt. Und jetzt weiß ich, wie ich die Bomben auch baue. Aber ich das gleich im ersten Moment wieder vergessen habe. Aber naja, macht ja nichts. Und ich habe einmal auf der Webseite von The Forest nachgesehen. Und habe was herausgefunden, wie man die Blaupausen wieder wegbekommt. Weil das Ding hier ist ja nicht fertig gebaut. Ist eine Blaupause. Ich hoffe. Ja, es funktioniert. Mit C kann man die Blaupausen wieder wegmachen. Die ist ganz schön hilfreich. Okay, wir können ja nichts bauen. Ja. Das wäre es denn soweit. Wo wollen wir? Da hinten haben wir ja was gebaut. Das wäre das. Wir haben Hunger. Da ist das. Ich überlege gerade, ach, wir haben keine Energie. Ja, da wäre am besten, wenn wir schlafen gehen. Was ist das so? Ich sammle mal das und dann müsste man ja rein theoretisch das hier einpflanzen können. Oder auch nicht. Auch gut. So, erstmal Rüstung wieder nachbauen. Weil wir haben ja viel Rüstung durch Feuer verloren. Ich glaube höchstens, dass es von Feuer war. Ich hoffe, dass es von Feuer war. Was anderes akzeptiere ich nicht. So, dann gehen wir erstmal schlafen. Okay, es ist Nacht. Dann machen wir uns einmal ein Feuer an, damit wir nicht so einsam sind. Mit Feuer sind wir alle glücklicher. Und wir braten uns was Schönes. So. Hier habe ich was entdeckt. Hier. Can be used for crafting. Irgendwann kann man sicher diese Batterie packen. Mit dem hier kombinieren. Weil an sich machen die Höhle ohne viel Licht nicht so viel Sinn, denke ich. Weil die Taschenlampe hält ja nicht viel durch. Und mit dem Ding sieht man ja gar nichts. Ich habe mir überlegt, einfach in die Höhle reinzugehen. Weil in der Höhle, in irgendeiner Höhle, ich hoffe die Höhle da hinten, war ja die bessere Axt. Und durch die bessere Axt können wir natürlich besser kämpfen. Klingt logisch, oder? Können wir jetzt? Nö. Okay, dann nehmen wir uns mal die zwei Baumstämme mit und gehen mal gleich weiter zu unserem neuen Haus. Ich hoffe, hier kommen jetzt keine Feinde. Okay. Ich hoffe... Ja, perfekt. So, Kopf nehmen. So. Sind die Bäume eigentlich nachgewachsen? Sieht nicht so aus. Sehr schön. Die Koffer sind alle zu, also da kann man ganz viele Materialien für Molly holen. Schon mal sehr gut. Oh, ich dachte schon, die Loks wären alle weg. Oh, wir sind hier unten komplett fertig. Oh, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. C, okay. So. Gut, das sieht immer schon mal sehr schick aus. Diese Rodung. Jetzt brauchen wir noch drei Köpfe, dann sind wir endlich damit fertig. Am besten fallen wir einmal den Baum hier. Warum? Der stört uns einfach in unserer Beschaffenheit. Ha, gefangen. So. Okay, warum hat er jetzt die Axt weggelegt? Man weiß es nicht, man weiß es nicht, man will es auch gar nicht wissen. So. Okay. Ist so ruhig geworden. Ziehen sich denn etwa endlich zurück, weil wir so viele von ihnen getötet haben? Ich hoffe nicht. Ich brauche noch drei Köpfe. Eine Patrouille kann ja noch kommen. Eine ganze Patrouille. Sonst lohnt sich ja das nicht. So, der wäre voll. Ich habe nur drei da. Das muss mehr werden. Oh, oh. So. Perfekt. Das mit der Nahrungsbeschaffung läuft jetzt sehr, sehr, sehr gut. Und mit der Rüstungsbeschaffung jetzt auch. Freut mich echt. Beim letzten... Oh, oh. Wo? Wo? Von wo denn? Alter. Gegen die Sonne. Erstmal, wie wir wissen, aus dem Wald raus.
Weil Bäume sind nicht so unsere Freunde und da kommen sie schon und... Das sind drei Köpfe. Ich hoffe, davon fliegt niemand. Greif mich mal jemand an. Ja, komm, komm. Okay, dann greifst du mich an. Auch okay. Oh, oh. Oh, oh. Okay, blocken. Wir haben hier kein zweites Leben mehr. Das heißt, wenn wir jetzt sterben, sind wir tot. Oh, scheiße, das war... nicht so klug. Aha. So. Die rennen jetzt weg. Dafür kommen zwei andere. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Komm nicht schnell, komm nicht schnell. Komm, 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 komm. Ha! So. Vor allem, dass die Beine da noch stehen. So, das ist die. Da war noch einer. Der geht da hoch, okay. Kommt noch jemand? No, da kommt niemand. Wie sie zurückweicht, ey. Was? WTF? Blocke, 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 bitte. Nein, oh, hat der Baum dich aufgehalten? Hat der Baum dich aufgehalten? Das tut mir aber... Wo ist sie hin? Ach nö, oder? Puh, wir haben den Kopf. Das Wichtigste haben wir. Yay, jetzt fehlt uns noch einer. Yay. Okay. Gleich am Anfang einen harten Kampf. Okay, hart nicht, aber immerhin ein Kampf. Schon mit Konzentration verbunden. Ah, da sitzt er. Wie die sich gar nicht dafür interessieren, dass die Hände von ihren Freunden da sind. Wir haben Rüstung verloren. Ist nicht so toll. Wir haben Rüstung verloren. Das geht mal gar nicht. Dabei wollte ich nur friedlich... Ah, da oben ist der Händetyp. Der kommt anscheinend wieder runter. Und jetzt bemerke ich erst, dass es regnet. So, ein Schokoriegel. Dann gehen wir uns kurz waschen. Weil Blut ist scheiße. Ich weiß nicht, was für Auswirkungen das hat. Will ich aber auch gar nicht herausfinden. Um ehrlich zu sein. Ja, super. Nimm den Tennisball. Nimm den Tennisball. So, er betritt gleich unser Strand. Na los. Er kommt tatsächlich zu uns. Ist ja freundlich. Dann müssen wir nicht zu ihm. Ist ja sehr nett von ihm. Das ist sehr nett von ihm. Jetzt hat er seine Ausrüstung verloren. So, und da haben wir unser erstes großes FFG gebaut. Kann man es anzünden? Komm, zünd es an. Ja, zünd es an. Es brennt. Es brennt. Das soll ihnen eine Lehre sein. Eine Lehre, sage ich euch. So. So. Rüstung erstmal auffüllen. Ja, covered im Blut, weswegen? Hier passt doch noch ein FRG hin. Einfach hier alles, ja, genau. Ne, falsch. B, ich wollte B drücken. B drücken. Das kenne ich gar nicht. Small FRG? Seit wann ist denn das da? Okay. Aber beides heißt Small FRG, ja? Aber das ist größer als... egal. Bauen wir das erstmal hier hin. Wie immer fehlt uns Stein. Was hätte man noch als eines erwarten sollen? Den Stickbaum fällen wir einfach mal. Und dann bauen wir hinten unser Lager etwas mehr aus. Damit wir mehr lagern können. Wenn wir mal Großprojekte haben. Was ja unser Haus ja sein wird. Weil es ja noch lange nicht fertig. Ich hoffe, es funktioniert so, wie ich mir das denke.
Wenn nicht und das nicht geht, ist es natürlich kacke. So, da fällt der Baum. Und der geht automatisch in Verteidigung. Springen wir einmal hier rein. Laufen. Ich habe hier doch... Hier war doch eine Leiche, oder? Da, genau. So. Okay, da haben wir schon mal einen Kopf. Für das. Und wir rüsten wieder die Axt aus. Hier immer die Axt weglegt auch, immer das gleiche Spiel. Immer und immer wieder das gleiche Spiel. Ich glaub's ja kaum. Da sind Fische. In dem Fall. Nahrung ist ja wichtig. Oh, ich mag's nicht, wenn er schwimmt, dass er es nicht machen kann. Ist ja natürlich alle auf der anderen Seite. Na? Wo sind die denn? Oh, die wollen mich verarschen. Die Fische wollen mich doch nur verarschen. Na komm. Wieso trifft er nicht? Ach, geht doch. Oh, wie süß. Wir bleiben stehen. Wir warten. Wir werden eins mit dem See. So, dass die Fische denken, wir sind eine von ihren. Und dann schlagen wir zu. Und dann schlagen wir zu. Und treffen dich. Na, come on. Komm. Komm. Hallo? Nach dem Nebenschlagen bist du natürlich großartig. Egal. Ein Fisch reicht natürlich vollkommen aus. Für unsere Zwecke. Na, bleib hier. Gut. Dann nehmen wir mal wieder die Axt. Können wir nicht essen, weil es noch nicht ausgebaut ist. Also nicht gereift ist. Ist natürlich doof. Warum sind hier keine Steine? Ehrlich. Warum sind hier nirgendwo Steine? Oh. Cool, die können wir essen. Schon mal sehr hilfreich. So. So. Ja, gut. Da wir hier nichts bekommen, außer jetzt die Axt, die Echse, bauen wir mal hier unser Lager weiter. Storage Stickholder. So. Ein Stickholder und da kommt gleich der zweite Stickholder. Okay, wo wir nicht genug Sticks haben. Aber naja, wird schon gehen. Gut. Das braucht ja 16 Sticks. Ah, das wird jetzt mal reichen. Erstmal baue ich wie unser Haus mal. Die Füße müssen weg. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Die müssen jetzt liegen, ey. Sonst denke ich immer, da ist jemand. Geht gar nicht. Geht überhaupt gar nicht. So. Oh, ein Koffer eingebaut in die Wand. Den wir jetzt von der Seite aus nicht bedienen können. So, unsere Tests haben ja gezeigt, dass wir, wenn wir das, wenn ich das finden sollte. Hier. So. So. Den haben wir das einmal gebaut. Okay, gut. Dann drehen wir das einmal um. Wenn die Leiter das nicht will. Ja. Wieso dreht sich das nicht? Hä? Und warum drehst du dich nicht? Ah, versuchen wir was anderes. Das hat sich gedreht. Das ist ja... ideal. Ne, das hat sich doch nicht gedreht. Das sieht so schief aus. Spinnig? Das sieht nicht nur schief aus, es ist schief. Kann ich rein hypothetisch hier schon drauf stehen?
Warum brauche ich das eigentlich aus? Ja. Hey, da kann ich. Oh, da kann man ja sparen. Nee, das bauen wir natürlich richtig aus. Sonst wäre es ja kein Spaß. Okay. Jetzt müssen wir irgendwie die Leiter bekommen, dass sie richtig ist. Ich hoffe, wenn ich von der Seite aus das mache, dass es denn funktioniert. Nö, natürlich nicht. Warum auch? Warum sollte es denn auf einmal so gehen? Kann ich jetzt höchstens hier? Ja, hier kann ich es höchstens drehen. Schon mal sehr schön. So. Okay. Dann kann man praktisch schon mal hier hochlaufen. Okay, wenn ich hier oben schon mal bin, kann ich eigentlich den letzten Schritt auch springen. Weil dann wäre da das zu hoch, die Leiter, so wie ich das sehe. Oder wie meint ihr? Ja, es müsste klappen. So. Dann laufen wir einmal hier lang. So. Nö, oder? Ernsthaft? Das geht nicht. Warum geht das denn nicht? Das ist aber. Oh. Warum geht das denn nicht? Na toll, das geht. Es war falsch. Ach, das kann man nicht machen. Kann man das anders machen? Dass ich, wenn ich sage, ich baue mal hier, einfach mal so weiter. Also, ihr wisst schon. So praktisch schon Schutzding. Dass ich hier dann so eine Wand habe. Dass ich es dann so weiter baue. Na, komm, da war's doch. Da war schon wieder. Da, nein. Na, komm. Millimeterarbeit wird hier geleistet. Ja, wähl nicht aus. Ist okay. Das ist jetzt Kacke. Ach, man kann es nicht so bauen, man muss es praktisch so machen. Na, das stört auch nicht. Dann machen wir es halt eben so. Dann ist praktisch na, der Lagerbereich auch vor Regen geschützt. Ist auch nicht schlecht. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Wer haben wir denn da? Wen haben wir da? Oh, Kacke. 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 Ich habe vergessen, ich habe keine Energie. Ja, ich habe deine Freundin geschlagen. Was willst du jetzt machen, hä? Hä? Willst du mich schlagen oder was? Willst du mich jetzt schlagen oder was? Oh. Das war doof. Das war doof. Zu großkotzig. Stirb. Du hast die Erlaubnis zu sterben. Gut, war zwar nicht geplant, dass ich jetzt schon töte, aber nimm mich so an. Wir sollten was essen. Die Rüstung ist echt toll, jetzt verliere ich kein Leben mehr. Ist echt so. Hätte auch keine Rüstung verloren, wenn ich jetzt aufgepasst hätte, aber naja. Wo ist er? Ich brauche nur einen Kopf, ey. Na egal. Ja, ich sollte wohl was essen. Wir haben nicht genug Sticks, um das zu bauen. Ja, ich glaube, ich gehe gleich wieder auch zurück. Zu meinem Häuschen, also zu dem Anfang-Ding. Damit wir dort halt eben alles in Ruhe machen können. So. Ich frag mich, ob das. Ah, schön, sehr schön. Ist zwar jetzt nicht so geil, ideal, aber naja, passt schon. Besser als gar nichts. Dann machen wir hier noch einmal zu.
quasi. Und... Ah, funktioniert nicht. Dann lassen wir das einfach offen. Ey, wir können ja jetzt... Stimmt ja, wir können ja das einfach so wegmachen. Mit C. So, so kann man das zusammenbauen. Auch interessant. Jedenfalls, das werden wir alles weitere in der nächsten Folge machen. Essen, weiterbauen und noch mehr viel Spaß haben in den Wald. Bis dann.